Einen wunderschönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr 2017. Herzlich willkommen zu unserer 174. Fraktionssitzung hier im Landtag NRW. Wir haben gestern auch erstmal im Vorstand uns ein wenig sortiert und die Tagesordnung ging dann ein bisschen später rum, weil wir auch im KV Düsseldorf noch etwas nachzuarbeiten hatten, was dann auch bei mir ein bisschen zu zeitlichen Verwirrungen geführt hat. Einige haben es ja mitbekommen. Und bitte? Dazu kommst du gleich. Gut. Kommen wir erstmal wieder wie immer vorweg zu Top 0 der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Es sind 9 Abgeordnete anwesend, von daher würde ich sagen, sind wir beschlussfähig und schauen mal über die nicht öffentlichen Teile. Wir haben ja wie immer die Aufteilung fraktionsöffentlich, das heißt mit Mitarbeitern und dann nur die MDL und Geschäftsführung im nicht öffentlichen Teil. Ich hatte im Vorfeld gerade schon mal kurz nachgefragt. Das ist noch ein kurzer Punkt aus der Referentenrunde für den Bereich taktisches Vorgehensweisen, Antragsentwicklungen vom Vorstandsreferat angemeldet worden. Gibt es noch weitere Wünsche für die nicht öffentlichen Teile, die wir natürlich wie immer so kurz wie möglich halten wollen? Das ist nicht der Fall. Dann gucke ich mal gerade in die Zeiten. Das sind 20, 30, 40, 45, 45 und die Budgetplanung brauchen wir auch ungefähr eine Viertelstunde, ne? 5 Minuten, denkst du? Ah, okay. Ja. Sind wir theoretisch bei einer Stunde. So, dann frage ich ganz kurz ab, ist jemand gegen die vorgestellten nicht öffentlichen Teile im Rahmen einer Behandlung von ungefähr einer Stunde? Höchstwahrscheinlich in der Praxis wie immer etwas mehr. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist das einstimmig. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Top 1, Genehmigung des Protokolls von vor der Winterpause, der 173. vom 13.12. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Haben wir noch Sachen, die wir da nacharbeiten sollen? Ich habe da jetzt nichts gesehen gehabt. Von daher frage ich kurz auch hier ab, ob das Protokoll dann angenommen ist. Wer das signalisieren möchte, möge dies kurz per Handzeichen anzeigen. Gibt es Enthaltungen? Nein, einstimmig. Dankeschön. Und dann kommen wir doch mal direkt zu Top 2, Ausblick und Bericht der Pressestelle. Ich habe es mal ausnahmsweise jetzt umgedreht, also der Ausblick, der Blick nach vorne und dann in kurz vielleicht nochmal der Blick zurück. Mario. Dann will ich diese Vorlage mal aufnehmen. Ausblick, wir bleiben auf 2017, nicht davor verschont bleiben, dass einzelne Piraten es in die Presse schaffen mit originellen Äußerungen. Das ist mein Ausblick für 2017. Ich rechne damit, dass insbesondere kurz vor der Wahl so irgendwelche Idioten kommen. Wir waren also in der Presse. Das hat mich sogar in Schleswig-Holstein erreicht. Gratulation an einzelne Piraten aus dem Kreis Düsseldorf. Das waren die wesentlichen 2 Meldungen, die uns bundesweit 2018 und 2017, 2016 zu tun haben. Kommen wir weiter zum Einblick. Wir haben gestern in der Referentenrunde darüber diskutiert, wie wir strategisch mit dem digitalen Kompass vorgehen. Das werden wir dann später im nicht öffentlichen Teil detailliert besprechen. Ruhig, Brauner, ruhig. Wir haben vermehrt Presseanfragen im Vergleich zum Dezember, einzelne.
Dazu wäre es mir lieb, dass ihr immer die Pressestelle einbindet und bevor ihr was an irgendwelche Pressevertreter gebt, uns kurze Informationen gebt. Vielleicht ist es ja schon gemacht. Das ist eine organisatorische Geschichte, keiner direkt angesprochen, nehmen wir es einfach so hin. Es gilt diesmal ausdrücklich nicht Frank, der hat nichts falsch gemacht, hat keine Presse gemacht und nichts falsch. Nein, also einfach potenzielle Doppelaufgaben, Doppelarbeit zu vermeiden, gibt uns das ganz kurz vorher, dann passiert das nicht doppelt und unisono dann auch im Wortlaut. Also vermehrt Presseanfragen, das ist, ob das positiv ist, negativ, woher es rührt, wissen wir noch nicht. Als kleines Highlight, das hat Grumpy gestern erzählt, die dpa erkundigt sich nach unserer heutigen Tagesordnung. Das ist eher nicht so gewöhnlich. Wir hatten auch kein Totschlagargument, um das zu sagen. Ja, haben wir auch so gesagt. Steht doch im Pad, Trottel. Ne? Das. Ansonsten war sitzungsfreie Zeit und ich nicht da. So gesehen war nicht viel. Für die Sondersitzung des Innenausschusses hat Dirk freundlicherweise den Twitter-Account übernommen. Danke dafür. Er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten das Optimale geleistet und danke. Was? Das war's von eurer Seite. Irgendwelche Fragen, Ideen, Anregungen, die es abzulehnen oder zu befürworten gilt? Keine, danke. Doch. Eine Ergänzung noch, was noch in der sitzungsfreien Zeit also auch aufploppte, war eben das Volksbegehren G9. Das ist ja am 5.1. gestartet. Wir wollen dann nachher auch noch mal zu überlegen, wie wir die Initiative weiter unterstützen können. Aber da sind wir in der Presse eigentlich sehr gut weggekommen und es stand auch in jedem Artikel eigentlich explizit drin, dass die Piraten die einzige Fraktion hier im Landtag sind, die sich glasklar für G9 aussprechen. Ja, ganz kurz, da der kleine und unbedeutende KV Düsseldorf, was ja sonst selten vorkommt, bei der großen Presseschau erwähnt wurde. Es gab tatsächlich ein unschönes Ereignis, was ein Mitglied des KV oder bitte ein vermutetes Mitglied, unterstellen wir mal, dass es so ist, in die Presse gebracht hat, was dann bundesweit auch in Schleswig-Holstein angekommen ist. Ich finde aber trotzdem, dass sehr unschön ist. Der Vorstand hat ziemlich gut darauf reagiert, hat die Pressekontakte genutzt, die da sind und mittlerweile ist die Berichterstattung auch in die richtigen Bahnen gelenkt. Also es findet nur noch korrigiert in dem, was es ist, dass es kein Politiker ist, sondern ehemaliges Mitglied, bla 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 oder Ratskandidat, Ereignis. Und ich finde, der KV-Vorstand hat eine sehr gute Krisen-PR gemacht. Also insofern ist scheiße gewesen, aber man ist gut damit umgegangen. Das wollte ich nur ergänzen. Und wer detaillierte Fragen dazu hat, kann sich an die Pressestelle oder ein Mitglied des KV Düsseldorf, Olli Guampi oder auch mich wenden. Danke. Vielen Dank, Nixos. Jetzt schaue ich mal gerade nach rechts. Michelle, möchtest du übernehmen? Dann kann ich etwas... Ja, mach ich mal was. Okay. Ich frage ja nur. Gibt es weitere Rückfragen zum Bereich der Presse, Social Media? Noch Anmerkungen, Vorschläge, ein bestimmtes Thema, was wir vielleicht diese Woche schon wildes bespielen sollten? Ich selber habe tatsächlich auch gerade nichts in der Hinsicht. Okay. Dann würde ich sagen, können wir zu Top 3, dem Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Ja, drei Informationen. Die erste, wir sind dabei, die Urlaubsplanungen festzuzurren. Ich denke, dass wir das Anfang nächster Woche wissen, wer da ist, wer nicht da ist. Das ist ja wichtig, auch von der Pressestelle und so weiter, dass wir genau wissen, wann wir mit wem hier rechnen können. Dann ist es so, dass wir das Fahrzeug, das Car-Office, den Vertrag haben wir nicht verlängert, das Car-Office wird geleased, die Leasing wird, also wir werden unmittelbarer Leasingnehmer, das wird in dieser Woche passieren, der Wagen wird dann auch überschrieben, kriegt ein Düsseldorfer Nummernschild und wird hier am Parkplatz positioniert. Das heißt, jeder, der den benutzen will, für Fraktionszwecke selbstverständlich, läuft das über Marco, wie immer, der auch die entsprechenden Anträge für die Verwaltung, das für uns ausfüllt,
Und ab dem 16. gehe ich davon aus, dass der Wagen hier unten steht und dann auch für spontane Aktivitäten der Fraktion zur Verfügung steht. Dann die dritte Information. Es ist ein Vorstandsprojekt angeleiert worden. Da geht es um die Einholung von Meinungsbildern gemäß § 11 der Satzung. Dazu wird es im Laufe der Tagesordnung dann noch mal detaillierte Informationen geben. Das wäre es meinerseits. Bitte was? Ach so. Das war, ich würde kurz gucken, das war Nummer 10, genau. So. Dann gibt es Fragen noch an Hartmut, offene Punkte, die wir diesbezüglich jetzt... Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall, dann kämen wir zu Top 4. Ein Teil davon eben vorweg angemerkt, wird ja auch erstmal nur fraktionsöffentlich besprochen. Man muss ja nicht immer so mit dem offenen Herzen durch die Gegend laufen. Und dann kommen wir erstmal zu dem allgemeinen Bericht aus den Arbeitskreisen und von der Referentenrunde gestern. Nixus, machst du den Aufschlag? Genau. Tatsächlich ist es so, dass wir die Anträge, die wir, ich werde sagen, worum es geht, in den nicht öffentlichen, also in den mitarbeiteröffentlichen Teil, denke ich, verlegen werden und da nochmal darüber diskutieren, würde das auch ein bisschen was mit Strategie im Hinblick auf die letzte Phase dieser Legislaturperiode zu tun hat. Ansonsten haben wir in dem Kernarbeitskreis Aktuelles relativ ausführlich dann doch nochmal über Silvesternacht, Polizeieinsatz etc. und den Fall Anis Amri in Verbindung mit der Sondersitzung des Innenausschusses gesprochen. Frank war auch dabei und das war auch sehr hilfreich und konstruktiv, dass der richtige Abgeordnete dabei ist. Es ist natürlich, das ist jetzt kein Geheimnis generell, so im Bereich Sicherheit können wir eher wenig punkten. Trotzdem haben wir eigentlich bisher, soweit es möglich war, das Beste daraus gemacht. Ich finde, die Positionierung, da waren wir uns einig, war erstmal klar und eindeutig, die wir in der Berichterstattung zu Silvesternacht hatten, wo auch Michelle zitiert wurde. Ist auch eigentlich ganz gut gelaufen bis dahin. Die Verbindung auch zu Thomas Segengebracht ist hergestellt worden als Betroffener aus Köln. Über die Inhalte kann man zwar immer streiten, aber es ist zumindest rübergekommen, wie wir uns aufstellen. Es ging dann um die Frage, wie wollen wir weiter vorgehen, skandalisieren oder versachlichen. Und zunächst mal läuft es so weiter, dass eine Anfrage oder eine Berichtsanforderung von Frank, die komplett sachlich ist, vorbereitet ist, die eingereicht wurde jetzt auch gestern für einen Bericht in der nächsten Innenausschusssitzung. Das Thema wird uns sicherlich noch beschäftigen, aber unsere Pflicht oder das, wofür wir auf jeden Fall stehen, ist Transparenz zu schaffen, Fakten aufzuklären. Dem sind wir da, glaube ich, sehr gut nachgekommen. Oder mit dem, ob der Bericht dann entsprechend ausfällt, wird sich zeigen, aber mit der Herangehensweise. Anis Amri haben wir natürlich genauso kontrovers diskutiert, was man da machen kann. Es ist halt eine extrem komplexe Lage und es gibt natürlich auch, wenn die Ereignisse wenig miteinander zu tun haben, eine Überschneidung in Bewertungen. Wie geht man mit Sicherheit um? Was kann man mit Bewachung, Überwachung, mit Maßnahmen erreichen? Eigentlich ist es auch da so, dass jetzt erstmal die Auswertung erfolgen wird. In der nächsten Innenausschusssitzung gibt es einen Riesenfragenkatalog der CDU wohl eingereicht, von der CDU-Fraktion eingereicht. Interessanterweise wird, wenn ich das richtig verstanden habe, nach der TO, so wie sie wahrscheinlich kommen wird, vorher über Salafismusprävention, also unseren Antrag nochmal gesprochen werden, was eigentlich uns auch ganz gut dienlich ist, denn wir können eigentlich unsere Position nochmal hervorbringen. Und gerade gestern gab es wohl einen WDR-Bericht, wo sinngemäß zitiert wurden oder wiedergegeben wurden mit haben die Behörden Anis Amri an der langen Leine geführt. So ähnlich lautete es. Ich habe den Bericht nicht gelesen, aber es ging über Twitter rum. Das ist auch eigentlich unsere bisherige Position, dass wir zumindest mal in Frage stellen können, ja, was ist denn alles nicht gemacht worden bei jemandem, der eigentlich ja nun wirklich mehr als bekannt war, verdächtig war.
wie sich im Nachhinein gezeigt hat, zu Recht als Gefährder eingestuft wurde und dann auch noch unter diversen, also insgesamt wohl 14 Identitäten aufgetreten worden ist. Also wir können durchaus, ohne auf das übliche Thema, ja, man muss mehr überwachen, mehr tun und mehr machen, mal über Prävention reden. Und wie geht man denn mit denen um, die man erkannt hat, aufgrund von Maßnahmen, die er ergriffen hat? Der zweite Kernarbeitskreis, der wäre tatsächlich sehr dünn besetzt. Dann gab es aber den Kernarbeitskreis Digitales. Wir haben auch nochmal gesprochen über Volksbegehren und da möchte ich dann gleich verweisen auf den nicht öffentlichen, also mitarbeiteröffentlichen Teil. Es gibt einen sehr guten, eine gute Initiative, die wird auch sicherlich bis zum Ende der Woche noch vorgelegt werden, Idee für einen Antrag. Da geht es im Kern um eine mögliche Gesetzesänderung oder eine wünschenswerte Gesetzesänderung, die im direkten Zusammenhang mit dem Volksbegehren steht. Und das ergänzt sich aus unserer Sicht prima mit dem laufenden Volksbegehren. Ich möchte aber die Details, die Idee kam im Übrigen von Hilmar und oder Grumpy, dann gleich besprechen, wenn wir da auch abstimmen müssen, wie wir da vorgehen. Dann haben wir auch noch mal über den digitalen Kompass gesprochen. Wir sind da auch, der Mario hat es auch schon angedeutet, zu einer für mich oder aus Sicht dann der Referentenrunde und der Arbeitskreise, die sich damit inhaltlich beschäftigt haben, guten Lösung gekommen, die jetzt nicht mehr ganz so aussieht, wie sie mal angedacht war, aber auch da möchte ich auf den mitarbeiteröffentlichen Teil verweisen und auch Fragen dann dazu gleich klären. Der Kernarbeitskreis Digitales, der war eine interessante Berichterstattung im Wesentlichen von Teilnehmern, der Dennis war auch dabei, von verschiedenen interessanten Berichten von dem 3C33, heißt er, glaube ich, also Chaos Computer, 33. Kongress des Chaos Computer Club, zum letzten Mal in Hamburg. Wir haben also viel erfahren, es ist dazu aufgerufen worden, fahrt hin, vielleicht wird er demnächst in Dortmund sein, wer weiß. Also viele, viele interessante Themen, die direkt mit uns zu tun haben. Interessanterweise waren auch doch einige Leute, Paki war da, Uwe war da, Frank war da, diverse Leute, Dennis war da, ich glaube noch viele, die ich jetzt nicht genannt habe. Es war so groß, dass sich alle nicht gesehen haben, aber man hat viel mitgenommen, viel Vernetzung ist betrieben worden. Also das, was wir eigentlich tun sollten, auf solchen Veranstaltungen präsent sein, uns zeigen und mit den wichtigen Leuten reden. Dazu, also von Tina und ja, im Pad sind auch die Vorträge, die Dennis uns so vorgestellt hat, verlinkt. Also das macht wirklich Appetit darauf, sich die mal durchzulesen und mal sich reinzuarbeiten. Also im Pad vom KAK Digitales. Okay, genau. Danke für die Ergänzung. Da kann jeder rein und anklicken. Vielleicht hat Herr Hilmer noch was zu sagen, aber wie gesagt, die zwei wesentlichen, die Antragsinitiativen, die das sind insgesamt drei. Es wird auch noch was zum Thema Hanf kommen. Möchte ich alle, also Gras, Hanf, Dings da, Marihuana, möchte ich auf den nicht öffentlichen Teil verweisen. Wenn der Hilmer noch was zu ergänzen hat, sonst wäre ich fertig. Danke. Gut. Verzeihung. Jetzt war ich kurz abgelenkt. Herr Hilmer, hattest du gerade die Hand? Ach so, nachher. Okay, gibt es zu diesem Zeitpunkt dann jetzt schon konkrete Rückfragen, außer vielleicht zu den Sachen, die jetzt angesprochen wurden, was wir dann später im nicht öffentlichen Teil gerne nochmal mit euch besprechen möchten, weil dann nochmal von meiner Warte aus aus der Referentenrunde frage ich einmal kurz, habt ihr selber noch mal, jetzt, es waren nicht unbedingt gestern alle da, bei euch in den Büros noch irgendwelche Antragsideen schon mit eingesammelt, einfach für mich, für die Planung und für die Referate? Ergibt sich ja manchmal. Ich frage nochmal gerade kurz in die Runde. Olli? Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben im nächsten Plenum ja zwei Enquete-Kommissionen, unter anderem unsere. Und danach in den Plänen folgen dann planmäßig von uns aus zumindest dann noch Folgeanträge. Die kann man mit einplanen in diesem Plenum. Nicht, es sei denn, wir uns fällt noch was Spontanes ein. Nee, ich habe das tatsächlich gestern vergessen. Ich hätte das selbst sonst in den Kernarbeitskreis Aktuelles auch reingebracht. Ich hatte das Olli mal gemeldet. Es ging Anfang der Woche oder Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr,
über Twitter rum, wie immer, Meldung von Golem und Heise gleichlautend oder ähnlich lautend, dass jetzt Dobrindt ein bundesweites E-Ticket-System einführen möchte, wo sich dann prompt auch die Datenschützer zu Wort meldeten. Also bei Golem war das auch entsprechend kritisch kommentiert, ermöglicht bundesweite Bewegungsprofile, also so wie es da angedacht wird, ermöglicht es viele Dinge, die wir nicht wollen. Und der Padeluun hat sich auch direkt geäußert über Twitter mit sowas, ich sage mal Nein dazu. Also es passt zu unseren Themen ÖPNV und es passt zu unserem Thema Datenschutz. Und ich würde das jetzt nur noch mal, wie gesagt, gestern habe ich es vergessen, vielleicht auch für den nicht öffentlichen Teil anregen, darüber kurz zu sprechen, ob wir da irgendwie aktiv werden wollen oder ob Olli da Planung hat. Nur das als Ergänzung. So, das war es dann aber wirklich endgültig. Ich möchte keinen Dialog daraus jetzt machen oder Monologe, Hinweis darauf, das ist ein wesentlicher Teil in der Enquete-Kommission gewesen, dieses E-Ticketing, nicht von uns eingebracht, aber von anderen eingebracht. Das heißt, wir haben da sehr viel auch darüber diskutiert. Es ist also durchaus möglich, das auch in der Rede zu erwähnen, auch kritisch zu erwähnen, in der zweiten Rede natürlich dann vor allem, aus unserer Sicht, aus Piratensicht. Denn interessanterweise werden wir ja zwei Slots haben bei dieser Enquete-Kommission, also einmal Vorsitzende und mit Danksagungen und sowas und einmal dann, was wir aus Piratensicht davon halten. Und natürlich kann man einen Antrag dazu machen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir das Thema rund um die Enquete einfach nochmal so aufgreifen und dann gucken. Vielen Dank, Creon. So, gab es weitere mögliche Punkte? Das ist auch schon ein guter Hinweis, dass klar, jede Enquete zieht dann meistens nochmal so ein paar Anträge nach sich, was ja auch Sinn macht. Weitere Punkte haben wir dann noch nicht. Dann können wir nämlich nachher im Nicht-Öffentlichen noch ein paar Sachen weiter vorbereiten. Gut, dann kämen wir zu Top 5. Bericht zur Sondersitzung des Innenausschusses vergangene Woche zum Thema Anus Amri. Da gab es noch einmal den Wunsch und wir haben hier halt auch entsprechend das Forum und die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal vielleicht zusammengefasst vorzustellen. Es waren ja nicht alle räumlich-zeitlich dabei. Von meiner Warte aus möchte ich mich erstmal nur bedanken, dass es ganz gut geklappt hat, das Ganze so einzutüten. Jetzt wollte ich fragen, Dirk, Frank, könnt ihr ein paar Takte zum... Und Simone, Verzeihung, stellvertretend hat Simone auch gute und wichtige Fragen gestellt. Möchtet ihr kurz aus eurer Sicht nochmal schildern, was da so Sache war? Du hast gerade schon richtig gesagt, wir waren zu dritt da, aber abwechselnd. Eigentlich geht es auch darum, Fragen zu beantworten, die vielleicht da sind. Aber ich kann noch mal kurz erzählen, was abgelaufen ist. Erste Sitzung im neuen Jahr. Alle haben sich gefreut, direkt in der ersten Woche hier auflaufen zu können. Der Andrang pressemäßig war relativ groß. Jede Partei oder viele Parteien haben halt so getrommelt und große Katastrophe heraufbeschworen. Jäger hat sich mit Sicherheit in den Tagen vorher sehr gut vorbereitet, wie er das immer macht, mit seiner gesamten Mannschaft und hat halt auch zu Beginn der Sitzung, ich meine, das ist üblich, dass die Sitzung mit dem Bericht der Landesregierung halt beginnt, aber er hat da auch eine Breitseite, sage ich mal, abgegeben an Informationen. Direkt nach einer kurzen Einleitungsrede übergeleitet an seine beiden Fachleute, Herrn Schürmann und Herrn Schnieder, einmal für den Bereich LKA Sicherheit und Schnieder halt für das Thema Asylrecht. Und die haben jeweils einmal 12 Seiten und einmal 8 Seiten Fakten vorgelesen. Das war seine größtmögliche Transparenz, wie er es am Anfang angekündigt hat. Richtig, eine Stunde ungefähr. Ich habe dann direkt auch mal die Frage gestellt, warum er das denn nicht den Ausschussmitgliedern vielleicht am Abend vorher
zur Verfügung gestellt hat, dann hätte man sich da besser vorbereiten können. Da kam nur ein so irgendwas. Also keine konkrete Antwort, wie sich im Nachhinein, nach der Sitzung, sind dann diese Sprechzettel, also die 8 Seiten und die 12 Seiten, den Mitgliedern zur Verfügung gestellt worden, den Mitgliedern des Ausschusses, und veröffentlicht worden. Da war ganz klar zu erkennen, die sind am Vortag halt fertiggestellt worden. So, das hätte man also uns auch geben können, das wäre sinnvoller gewesen, hätten die Fragen noch konkreter sein können. Allerdings haben sich eigentlich alle drei Oppositionsparteien, wir waren ja zu dritt Antragsteller, auch alle vorbereitet, jeder hatte seine Fragen, und die waren schon teilweise bohrend. Aber ich habe ja gerade gesagt, die Landesregierung hat das ja nicht zum ersten Mal gemacht, musste sich nicht zum ersten Mal in einer Sondersitzung irgendwelchen Versäumnissen stellen. Das sind sie gewohnt, und dann halt auch entsprechend die Fragen abzublocken, beziehungsweise wieder in ihre Sprechzettel zu gucken und das Vorbereitete nochmal vorzulesen. Es ist also durch die Fragen in der Sitzung relativ wenig Neues rausgekommen oder Weiteres rausgekommen, als in den Zetteln steht. Es gibt ein, ich glaube, fast 90 Seiten Protokoll, weil die Sitzung hat bis kurz vor 4, glaube ich, gedauert, von 11 Uhr an. Also doch recht umfangreich. Das Protokoll ist seit gestern veröffentlicht. Danke an den Sitzungsdokumentarischen Dienst mal an der Stelle. Sehr schnell gearbeitet. Das Protokoll ist sicherlich wichtig für nächste Woche, halt da auf einzelne Dinge nochmal zu verweisen. So, was vom Inhaltlichen her, war ja schon viel in der Presse bekannt, und zusammengefasst würde ich mal sagen, ist es so, da war jemand, dem hat man zugestanden oder zugerechnet, dass er viele Kontakte hat oder neue Kontakte auch macht in die islamistische Szene, und den wollte man halt beobachten und hat ihn auch beobachtet, um halt mehr herauszufinden, was denn hier in Deutschland und woanders vielleicht auch so abgeht, wer mit wem wie redet. In der Sitzung ging es immer darum, ob denn bei der nie hätte verhaftet werden können. Also hieß es immer, man hat nicht ausreichende Gründe und so, ihn irgendwie festzusetzen. Ich glaube aber, das war nie der Grund, solche Dinge zu suchen und ihn festzusetzen, sondern stand doch eher, vermute ich mal, im Fokus, ihn einfach zu beobachten. Weil es hätte aus vielen Gründen Möglichkeiten gegeben, ihn zum einen anzusprechen und ihn zum anderen auch irgendwo festzusetzen. Es war sehr früh bekannt, dass er gegen alle möglichen Regeln, vor allen Dingen ausländerrechtlichen Regeln, verstoßen hat durch die mehreren Identitäten. Man wusste, dass er sich mehrfach angemeldet hat. Da gibt es ganz klare gesetzliche Regeln, die das halt einfach verbieten, und die kann man halt verfolgen oder man kann sie bemerken und laufen lassen. So, ich mich jetzt, was haben wir noch, wiederhole. Also Ergebnis war natürlich jetzt von der Presse nachher auch und auch vor der Sitzung, es kann doch nicht sein, dass jemand, über den so viel bekannt ist, dass der noch hier im Land ist und nicht abgeschoben ist und nicht, und dass man den noch nicht inhaftiert hat und weiß der Kuckuck was alles. Ja, im Prinzip richtig. Und wenn man sich dann wieder, dann kann man sich schnell im Klein-Klein verfransen. Die Abschiebung, die ja viele immer so als Lösung aller Probleme sehen, war halt rechtlich nicht möglich mit den Papieren hin und her. Da ist die Bundesregierung in der Verantwortung, aber kann das auch nicht alleine machen, weil Mitwirkung von Tunesien und so weiter wäre notwendig. So, bleibt inhaftieren. Inhaftieren ist halt schwierig, wenn jemand nicht was Strafbares gemacht hat, weil eine Haft ist halt etwas, da muss man tatsächlich
Es muss einen Grund geben, rein rechtlich, dass man jemandem die Freiheit nimmt. Blieben halt Möglichkeiten, ihn anzusprechen. Die Lösung, die jetzt gerade propagiert wird, ist das Thema Fußfessel. Danke für den Einwurf. Das hatte ich aber auch als nächstes vorgesehen. Die Fußfessel ist jetzt der neue heiße Scheiß. Es gibt auch entsprechende Angebote der Sicherheitsindustrie und ein Überwachungszentrum, was dann die Fußfessel lokalisieren kann. Haben wir vor 2 Jahren auch schon aufgebaut. Ist also alles vorbereitet. Interessanter Aspekt dabei, Fußfesseln heißt genau das Gegenteil zu machen von dem, was man bisher gemacht hat. Weil bisher hieß es halt, man will ihn heimlich beobachten und ihn in Sicherheit wiegen und deswegen hat man keine Meldeauflagen verhängt. Jetzt will man ihm eine Fußfessel, oder nicht ihm, sondern halt anderen Gefährdern, Fußfesseln verpassen. Das muss aber aktiv gemacht werden, weil das Ganze ist natürlich nicht heimlich. So, das heißt, das merkt er. Und das ist halt etwas, was wir die ganze Zeit schon haben wollten, nämlich, dass man die Leute anspricht, dass man ihnen sagt, hey Junge, du beschäftigst dich hier mit IS, mit Bombenbauanleitung, mit weiß der Kuckuck was, da stehen wir nicht so drauf hier bei uns im Land, brauchen wir nicht, lass das. Das sind Maßnahmen, könnte man auch Prävention zu sagen, was wir richtig und gut finden, allerdings nicht mit dem Instrument Fußfessel. Das kann man eigentlich, wenn man es überhaupt rechtlich begründen kann, ich bin da mal sehr gespannt, weil Gefährder ist ja immer noch jemand, der nichts Strafbares gemacht hat, wie man ihm dann so ein elektrisches Ding da anflanschen will. Rechtlich bin ich gespannt, wie die Regelung aussieht. Unsere Idee wäre halt das Thema Gefährderansprache, das Thema ihn anzusprechen, was los ist, eine Meldeauflage gegebenenfalls zu verhängen, um ihn einfach darauf aufmerksam zu machen, wie hier die Regeln sind und was er machen darf und was er nicht machen darf. Wenn er dann gegen Meldeauflagen verstößt, dann kann es eine Kette geben, dafür haben wir auch Regeln und Gesetze, wie dann das geahndet werden kann. Das wäre unserer Meinung nach das richtige Vorgehen, sprich die direkte Ansprache. Das wird jetzt offensichtlich gemacht, mit dem falschen Instrument Fußfessel. Ich bin auf das Weitere gespannt. Das Nächste, was den Menschen halt als Lösung vorgegaukelt wird und verkauft wird heute, Maas und de Maizière treffen sich ja, ist das Thema schnellere Abschiebehaft. Schneller auch für Gefährder in Abschiebehaft. Völliges Unding meiner Auffassung nach, auch europarechtlich überhaupt nicht haltbar. Wird sich nachher noch rausstellen. Aber man kann ja dem Volkswillen erstmal irgendwie das so eine schnelle Schlagzeile spendieren. Im Effekt bringt nur, denke ich mal, die Prävention etwas, aber das ist halt leider bisher viel zu wenig versucht worden, aber es wurde gerade schon gesagt, da sprechen wir nächste Woche im Innenausschuss drüber, unsere Anhörung zur Thema 5 nach 12. Endlich das Projekt Salafismusprävention, Handlungskonzept hier vorlegen, was die Landesregierung vor 2 Jahren beschlossen hat, was es immer noch nicht gibt. Jetzt bin ich leicht von der Berichterstattung Innenausschuss abgewichen, da ich aber nicht alleine da war und Simone und Dirk auch noch da waren, gibt es sicherlich noch was zu sagen. Ja, noch einmal zwei Sachen, und zwar das einmal noch mal die knappe Zusammenfassung, wo wir uns auch deutlich von CDU und FDP unterscheiden, dass wir eben nicht sagen, wir brauchen jetzt noch mehr neue Gesetze, noch härtere Gesetze, sondern wir sehen nach wie vor, und das ist ja zum Beispiel gestern auch nochmals unter anderem von Udo Vetter bestätigt worden im WDR-Artikel, dass die Rechtslage es hergegeben hätte nach 58a Abschiebeverordnung beziehungsweise bezüglich Sicherungshaft irgendwie ihn unschädlich machen zu können. Einen interessanten Aspekt finde ich, wie insgesamt mit dieser Gefährderkennzeichnung umgegangen wird. Wir haben erfahren, es gibt nicht nur die Einstufung, das ist ein Gefährderpunkt, sondern es gibt eine Abstufung von 1 bis 8. Also 1, das sind die schlimmsten Finger, und 8, das sind die harmloseren Gefährder, wie auch immer man das definiert.
Und der war nach allem, was wir ja wissen, und das ist ja eine ganze Menge von Sachen von unterschiedlichen Leuten auch berichtet, auch schriftlich durch V-Männer berichtet, war der nur in Stufe 5 eingestuft. Und ich habe das nochmal hinterfragt, warum denn nur 5, weil der wollte Bomben bauen, der hat sich Komplizen in allen Bundesländern gesucht und dann haben die gesagt, naja, dass jemand sagt, er will Anschläge begehen und hier Menschen töten, das wäre ja überhaupt die Minimaldefinition von Gefährder. Das heißt, zu hinterfragen wäre, ob wir jetzt wirklich 548 Leute hier in Deutschland rumrennen haben, die jeden Tag laut rumtönen, sie wollten Bomben bauen und Menschen umbringen, glaube ich nicht. Und dementsprechend, und wie geht man damit um? Also in Stufe 5 scheint man ja offensichtlich dann irgendwann aufgehört haben, ihn zu beobachten, weil das ist nicht so ein ganz schlimmer Finger. Was ist mit denen Stufe 1 bis 4? Und inwieweit muss man hinterfragen, ob man überhaupt erst in Stufe 1 kommt, wenn man schon mit dem Sprengstoffgürtel im Düsseldorfer Hauptbahnhof steht? Oder was dafür sein muss, wenn man bei so vielen Erkenntnissen den nur in Stufe 5 macht? Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt allgemeiner Umgang mit Gefährder, der hier doch so sehr fragwürdig erschien. Vor allem kann man dahingehend dann vielleicht auch mal ergänzend fragen, wie viele Gefährder gibt es denn auf den Stufen 1, 2, 3? Das heißt, die Frage habe ich gestellt, da ja. Habe ich keine Antwort drauf. Genau, und was machen wir dann mit denen? Also was für Maßnahmen laufen gegen die? Das würde mich einfach mal interessieren, aber das wurde halt wie gesagt nicht beantwortet. Direkt Rückfrage. Es gibt keine, jetzt nicht beantwortet, wer, überhaupt auch wonach die eingestuft werden, weil was ich mich die ganze Zeit frage, wenn 8 schon ist, ich will Leute umbringen. Was macht 7 Schlimmeres als 8? Ja, und was macht 5 schlimmer, also, oder was macht 1 noch Schlimmeres als 8? Ja, es geht jetzt in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, ob das Informationen sind, die irgendwie der Geheimhaltung gut überlegen, aber das würde ich mit einer kleinen Anfrage doch auf jeden Fall mal nachfragen. Einmal, wie viel gibt es davon, von jeder Gefährderstufe und wie ist denn die Definition, um in diese Stufe reinzukommen? Also ich meine, das ist ja schon spannend. Ne? Also ist geplant, so eine Anfrage, kleine Anfrage zu machen? Ohne das Gleiche, es gibt ja diesen Fragenkatalog der CDU, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was da drin steht, aber das wäre für mich auch, ich war auch in der Innenausschusssitzung und das würde ich auch für aufklärungsbedürftig halten, das mal in Berichtsanforderungen ergänzend die Fragen dazu zu stellen. Die Möglichkeit besteht ja sicherlich. Ne? Dazu hast aber, du die Wiesenbach-Fragenkatalog schon gelesen, weil ist das okay. Da drin? Noch nicht komplett. Dann sollten wir nachher eine Anfrage. Genau, aber das. Ja, eine Frage, beziehungsweise auch eine Einschätzung von euch. Ich kriege ja auch zumindest diese Fußfessel-Diskussion ja auch so mit. Oder die wird ja auch ganz klar draußen geführt und geht durch die Presse und so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn die ganze Zeit, nehmen wir mal an, es war so, dass es nicht genug gerichtsfeste Sachen gab, dass sie den festsetzen konnten. Gäbe es dann, ist das nicht eigentlich eine Scheindiskussion, weil er müsste doch dann auch von einem Gericht, also ich meine, wer will... Das ist ja fast verfassungsmäßig nicht drin, dass die Polizei das macht. Das heißt, es wird ja wohl eine gerichtliche Klamotte sein müssen dann mit der Fußfessel. Beziehungsweise, ja, das ist die Frage, wie weit ist das eine Scheindiskussion, ob das hier in Deutschland überhaupt jetzt machbar ist. Solche Diskussionen werden natürlich immer geführt, aber ich hätte es gerne mal so, wie ihr das einschätzt. Die Frage ist, also wir haben ja aktuell die Sachlage, dass Fußfesseln eingesetzt werden, um zum Beispiel verurteilte Kinderschänder irgendwie, dass sie nicht in der Gegend von Kindergärten sind oder sich von Schulen festhalten und ähnliches. Inwieweit eine Fußfessel, selbst wenn sie muss sich dann irgendwie innerhalb von Kleve aufhalten, wirklich davon abhält, Attentate zu begehen, juristisch kann ich dir keine Antwort geben, aber inwieweit das überhaupt Sinn macht, weil der kann sich ja, oder auch mit den Meldeauflagen muss man hinterfragen, weil der kann sich morgens in Kleve auf der Polizeiwache melden, dann LKW klauen und im Zentrum im Weihnachtsmarkt reinfahren. Ne? Also, ja.
Ja, dann wiederhole ich nochmal für die Öffentlichkeit, was ich schon in diversen kleineren Gruppen versucht habe zu diskutieren. Wir wollen ja politisch diskutieren hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass es in der Berichterstattung, also ich finde gut, dass wir vorgekommen sind, ich finde es ein bisschen schade, dass in der Berichterstattung vorgekommen ist, dass wir uns natürlich von CDU, FDP unterscheiden, die jetzt über Fußfessel diskutieren, auch die SPD mit Heiko Maas über Fußfesseln diskutieren und Ähnliches, was ich totalen Schwachsinn finde. Aber sei es drum, heute Morgen gab es ein Interview mit dem Leiter der gemeinsamen Stelle elektronische Überwachung der Länder oder so ähnlich heißt das. Das ist der Typ, der auf dem Monitor guckt, wo die Leute gerade sind. Mal davon ab, dass er nicht wusste, dass Amri in Emmerich eigentlich hätte sein müssen und als Beispiel, wo man Amri hätte festhalten müssen, Bremen genannt hat. Aber sei es drum, muss man nicht wissen. Hat er halt auch nur gesagt, naja, wir wissen immerhin dann, wo er ist. Also auf gut Deutsch, wir wissen dann, dass er gerade da ist, wo er nicht sein dürfte, und dann rufen wir ihn erst an, und wenn er nicht dran geht, dann rufen wir die Polizei an und dann soll die ihn suchen. Also bis dahin bin ich 10-mal beim Weihnachtsmarkt gebrettert, aber sei es drum. Finde ich schade, dass wir uns nicht an einer ganz anderen Stelle sehr unterschieden haben in diesem Innenausschuss, aber das ist mir auch tatsächlich erst hinterher klar geworden, nämlich nachdem ich die Berichterstattung gelesen habe. Denn nach der Berichterstattung ist immer noch einfach zu sagen, die Opposition spricht sich dafür aus, dass, und warum hätte, und auch unsere erste Reaktion eigentlich, also meine erste Reaktion, stelle ich damit ein bisschen in Frage, was muss eigentlich noch passieren, damit man so Leute quasi vor dem Anschlag in irgendeiner Form anspricht oder wie auch immer so einen Anschlag verhindert. Ich glaube, dass es eine bessere Reaktion inzwischen von uns wäre, zu sagen, da seht ihr es mal, ihr habt so viel Überwachung und ihr habt, der Mann war ja unter Beobachtung, ihr wisst, wer die Gefährder sind und ihr habt die Kameras und ihr habt ein Handy ausgelesen und ihr habt so viel Überwachung und trotzdem lässt sich das nicht verhindern. Also statt zu sagen, wir sind für die Einhaltung der Gesetze vielleicht ein wenig in die Richtung zu tendieren, zu sagen, da haben wir die Gesetze jetzt jahrelang verschärft und wir waren ja gegen einige dieser Gesetze, die da jetzt durchaus auch angewandt wurden. Da haben wir die Gesetze jetzt jahrelang verschärft, es nützt immer noch nichts. Lass uns stattdessen dafür sorgen, dass wir in einer freien Gesellschaft leben und, weil nur das verhindert solche Anschläge und eben keine Fußfessel und keine Überwachung und kein Handy auslesen und so weiter. Das Jahr 2050 brauche ich jetzt nicht. Gabriel? Ja, kleinen Moment. Herr Ulle, ja? Brauchst du noch oder hat sie erledigt? Nee, hat sie erledigt. Alles klar. Gerne, ja. Hast du Gabriel verstanden? Ja. Wir wissen, wo sie sind. Sekunde mal gerade. Ja, ich mache das ja nicht mit Absicht. Dann mache ich mal an der Stelle genau weiter, oder? Ja, ich hatte mich immer mal das Telefon unterbrochen. Oder, Entschuldigung, du hast ausgemacht, deswegen. Okay. Das war aber ganz, was du gerade gesagt hast, das war ganz genau der Punkt. Damit habe ich angefangen. Ich habe gesagt, ich habe hier gerade noch den Zettel vor mir, da hilft keine Videoüberwachung, Funkzellen abfragen oder Panzer. Wir müssen einen Blick auf die Ursachen lenken. Damit habe ich angefangen. Und auch die Frage gestellt, warum denn Kleinkriminelle, die hier als Kleinkriminelle ins Land kommen, warum wir die hier zu Terroristen werden lassen? Warum wir nicht früher hingucken? Aber das war da nicht Thema. Damit konnte man nicht durchdringen in so einer Sitzung, wo jetzt riesen Fragenkataloge, Berichterstattung, Fakten, was ist alles abgelaufen, keine Chance. Das will da niemand hören, da wird niemand drauf einsteigen, was man ja nachher auch gesehen hat. Ich habe danach gefragt, wir haben auch nachher nochmal danach, also in unserer Fragestellung, war das Thema Ursachen und diese Sachen spielten schon eine Rolle. Aber wie gesagt, wenn die Masse eine andere Richtung hat und über eine andere Richtung schreiben will und andere Fragen beantwortet haben, dann kommt man damit einfach nicht durch.
Ich habe aber hingewiesen auf die Sitzung nächste Woche, wo Prävention ganz klar als Top-Punkt auf der Tagesordnung steht. Und da wird die, in der Sitzung Innenausschuss nächste Woche, wird die Kombination Prävention und weitere Aufklärung, wird das einfach Thema sein. Ich wollte noch kurz hier zum Punkt die verschiedenen Stufen, also 1 bis 8 und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir keine konkrete Antwort kriegen, wie viel in welcher Stufe irgendwie sind. Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern oder sowas in der Richtung. Aber trotzdem kann man das natürlich machen zum Thema, wie viele Leute sagen, dass sie hier einen Bombenanschlag machen wollen. Das sagen viele. Das ist auch ein Thema im Bereich Jugendkultur unter Muslimen. Das ist auch debattiert worden in unserer Anhörung dazu, 5 nach 12. Wie können halt Leute heute noch auffallen? Die können halt damit auffallen, indem sie halt Salafismus cool finden. So, also Thema wirklich Jugendkultur. Ne? Hier der, wie heißt der jetzt noch, der Rapper? Gerade hatte ich den Namen noch im Kopf. Ob die das jetzt noch cool finden, wenn sie halt sehr schnell einen Polizei oder Verfassungsschutz vor der Tür stehen haben, ist eine andere Geschichte. Das heißt, Prävention, auf die Leute zugehen, damit die das merken, dass es eine doofe Idee ist, sich so halt von der Masse abzugrenzen, indem man Terror gut findet. Aber die Tendenzen gibt es, die Fachleute sagen das. Es ist in Teilen der Gesellschaft, vor allen Dingen der Jugendlichen, nach wie vor ein Mittel, um sich abzugrenzen, um sich irgendwie Gehör zu verschaffen und so weiter, halt davon zu reden, man unterstützt halt den IS und so weiter. Die Geschichten haben wir auch lang gehört, wie viele Leute sich da auf den Weg gemacht haben und so weiter. Also ist die Stufe 8, das einfach nur zu sagen, dass man einen Anschlag machen will, in keinster Weise drückt das aus, dass man das dann tatsächlich tut. Das ist ein langer Weg bis dahin. So. Gibt es sonst noch irgendwelche? Ja. Ich möchte zumindest doch noch mal auf das hier offenkundig gewordene Dilemma hinweisen, in dem wir sehr deutlich stecken. Mal bezogen auf den Beitrag von Michelle und Simone vorher. Wenn Simone, korrekterweise, zu Recht ist eine Bewertung, Udo Vetter zitiert, der da sagt, man hätte ja durchaus was machen können aufgrund der Erkenntnisse in der aktuellen Gesetzeslage, bis hin zu einer Abschiebung, Abschiebungsandrohung oder auch Inhaftnahme. Dietmar, unser ehemaliges Fraktionsmitglied, an irgendeiner Stelle mal gefragt hat, ja, ist denn wenigstens mal die Judikative bemüht worden, um die Gerichte da einzuschalten, die ja dann vielleicht hätten entscheiden können, ob man was machen kann. Stattdessen sagt nur die Exekutive, nee, wir konnten nichts machen. Bis hin, und auf der anderen Seite halt Michel, der sagt, naja, wir sollten uns auf die Linie begeben, seht her, wir haben all diese Gesetze, all diese Überwachungsmaßnahmen, bringt alles nichts, wir müssen die freie Gesellschaft haben, die dann möglicherweise all das verhindert. Da liegen Welten zwischen oder da liegt komplett eine konträre Bewertung aus meiner Sicht zwischen so. Also entweder wir sagen, wir haben hier bestimmte Erkenntnisse und kritisieren, dass man daraus was hätte machen müssen, oder wir sagen, ey, seht hier, das bringt alles nichts, so lasst uns hier all den ganzen Scheiß abschaffen, keine Überwachung, keine Geheimdienste, keine, dann kriegen wir null Erkenntnisse und können erst recht nichts machen oder auch nichts machen. Also ich finde, in diesem Dilemma stecken wir. Man mag das vielleicht nicht so deutlich oder scharf sehen. Ich habe das jetzt auch nicht das eine falsch oder richtig bewertet. Aber da müssen wir uns auf eine Linie begeben. Und das ist genau unser Problem. Und ähnlich, und da war dann auch gestern die Diskussion nochmal, und ich bin da auch sehr stark kritisiert worden für meine, sagen wir mal, positive, also um zu sagen, Hilmar hat gesagt, alles Unsinn. Ich habe mal gesagt, die Polizei in Köln hat im Grunde alles richtig gemacht. Tatsächlich habe ich damit ein bisschen provozieren wollen. Tatsächlich ist da für mich aber auch, ich stehe zu einem
Teil der Aussage. Ja? Sie hat Kriminalität verhindert und ich könnte es jetzt mal ganz überspitzt sagen, ein bisschen Racial Profiling muss halt ab und zu sein. So. Aber das macht das Dilemma deutlich und ich mache mich auch gern unbeliebt mit ein bisschen Provokation, aber da müssen wir irgendwie eine Linie finden. So. Ja, mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt hier eine abschließende Lösung finden werden. Klar ist das ein Dilemma und klar ist das auch eine Frage der, ich nenne es mal Weltanschauung, keine Ahnung, ob man sich auf die Linie begibt, wie das heute Morgen dieser Leiter da dieser gemeinsamen Stelle gemacht hat, der gesagt hat, naja, nur weil ich auf dem Weihnachtsmarkt überfallen werden kann, heißt das ja nicht, dass ich nicht meine Wohnung so gut es geht absichere. Was auch immer das heißen soll, also auf gut Deutsch, ich sichere Deutschland so gut, wie es geht ab, damit ich nur, nee, ist egal, ihr wisst, was ich meine, nur weil ich in Polen überfallen werden kann, sollte ich Deutschland nicht absichern oder was soll das heißen? Ja, ich kann jetzt auch die Niederlande nehmen oder die Schweiz, ist mir egal. Wichtig ist mir einfach zu sagen, das ist eine Diskussion, das ist eine politische Diskussion, die muss man führen. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich bei den Piraten besser aufgehoben wäre, wenn nicht darüber diskutiert wird, dass man entweder sagt, welche Gesetze brauchen wir jetzt noch und über Pre-Crime redet und sonst was. Denn nichts anderes ist das ja, wenn man Leute als Gefährder einstuft und ihnen dann plötzlich Fußfesseln anlegt und ihre Freiheit einschränkt. Auf der anderen Seite, und das wäre eben mein Ideal, dass man sagt, was für eine Gesellschaft brauchen wir eigentlich, damit das eben nicht passiert. Und diese Diskussion einfach zu führen, das wäre mir wichtig. Mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie hier eine Lösung finden. Das sowieso in der Fraktion nicht. Aber auch zu Frank nochmal, mir geht es auch nicht darum, was ihr gesagt habt in der Sitzung, sondern es geht mir darum, was hinterher rausgekommen ist. Denn in der Berichterstattung steht dann leider, Piraten fordern, dass die Gesetze schärfer angewendet werden oder sowas. Also das ist dann die Formulierung, die rauskommt. Gott, ich lese wahrscheinlich andere Medien als Sie, aber sei es drum. Also wir sagen, die bestehenden Gesetze hätten angewendet werden müssen, hätte man das verhindern können. Die anderen wollen schärfere Gesetze. Ich finde es ein bisschen schade, vor allen Dingen, wenn dann Gesetze angewendet werden, wo wir vor 2, 3, 4, 5 Jahren noch gesagt haben, das Gesetz geht gar nicht, das sollte man so nicht einführen. Und das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Wenn man jahrelang gegen Gesetze kämpft, kann man nicht 5 Jahre später sagen, aber die Gesetze hätte man anwenden müssen. Da ist für mich auch sehr das Dilemma, in dem wir stecken. Das hast du aber gerade gesagt. Okay, ich nenne dir ein Beispiel. Mir geht es überhaupt nicht ums Ausländerrecht, mir geht es zum Beispiel um Telefonüberwachung. Das Telefon wurde ausgelesen und da wurde ein E-Mail-Catcher eingesetzt und tralala. Doch, diese Gesetze wurden angewendet bei der Überwachung von Anis Amri. Gegen diese Gesetze waren wir mal. Und dann kann man nicht jetzt sagen, wenn man die Gesetze nur angewendet hätte und so weiter. Also es geht doch einfach nur um ein logisches Dilemma. Es geht mir jetzt gar nicht um den einzelnen Mann, sondern es geht mir darum, was für eine Gesellschaft will ich eigentlich haben? Will ich eine Gesellschaft haben, die jetzt nach Fußfesseln schreit und damit hofft, solche Attentate zu verhindern? Oder will ich eine Gesellschaft haben, die möglichst offen und frei ist und sagt, natürlich, ihr wollt uns damit in Angst und Schrecken versetzen, aber fuck you, ich habe keine Angst vor euch. Und damit solche Anschläge verhindert. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Und darüber muss man an irgendeinem Punkt mal diskutieren. Michel, die Frage ist aber schon lange beantwortet, dass wir war jemand anders? Die Frage ist schon lange beantwortet, nämlich, dass wir mit den Leuten reden wollen, die hier hinkommen und reden müssen, dass wir die integrieren, dass wir auf die zugehen und zwar so früh wie möglich. Und wenn man merkt, dass die halt irgendwelche anderen Dinge vorhaben, halt auch direkt anspricht, halt mit Fachleuten und die einbindet.
in Programme und da nicht mehr loslässt. Vor allen Dingen, dass man sie nicht heimlich überwacht. Also die Frage ist längst beantwortet worden. Ich habe eben gesagt, da haben wir schon eine Anhörung drüber gemacht. Thema Prävention haben wir hier seit 2 Jahren auf der Tagesordnung stehen. Wir waren diejenigen, die Ersten, die nach Charlie Hebdo, als wir alle geschrien haben, wir brauchen Panzer überall, haben wir uns hingestellt und haben gesagt, wir müssen hier Salafismusprävention starten. So, das ist das, was wir schon ewig gesagt haben, und das haben wir auch bei der Sitzung, bei der Anhörung, bei der Sondersitzung hier gesagt. Aber du kannst halt einfach nicht vermeiden, dass das nicht wahrgenommen wird. Und wenn man halt in einem Kontext, wo es um Meldeauflagen geht, sagt, wir haben bestehende Gesetze und die müssen angewendet werden zu diesem Thema Meldeauflagen, und du nimmst diese Aussage jetzt im Nachhinein und sagst, wir hätten damit irgendwie auch Gesetze zur Telefonüberwachung oder sonst was legitimiert, dann ist das nicht in Ordnung, finde ich, Michel. So, das hast du aber gerade, das hast du gerade gemacht. Ich finde schon, also so ist es angekommen. So ist es angekommen. So. Das musst du ja auch so sehen, dass es manchmal anders ankommt, als du das meinst. Genau ist es ja auch umgedreht. Ich habe ja gerade gesagt, wo der Punkt mit dem Gesetze anwenden halt die da sind, wo das gesagt wurde, nämlich in einem ganz anderen Kontext. Punkt. Ja, im Grunde, finde ich, beschreibt der Michel natürlich schon auch das Dilemma. Das mag hier in der Fraktion noch relativ einheitlich sein, in der Partei wird das sehr unterschiedlich gesehen. Und ich glaube schon, dass es etwas damit zu tun hat, dass man nicht wahrgenommen wird, wenn man nicht eine klare Linie fährt, weil verschiedene Leute aus der Partei verschiedene Dinge erzählen oder sich auf verschiedenen Linien bewegen. Wir haben vor ein paar Tagen schon, also auch im Vorfeld dieser Sondersitzung, mal mit einigen zusammengesessen, unter anderem auch mit Paki. Ich glaube, dass das Thema Sicherheit, egal wie wir das finden, im Wahlkampf die zentrale Rolle spielen wird. Das können wir uns nicht aussuchen. Das glaube ich, ist nicht überraschend. Aber ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, an dem Thema zu arbeiten und versuchen, eine Linie zu finden, die wir auch als Partei in der Öffentlichkeit tatsächlich vertreten können. Und ich sage mal, die Überlegung von uns war ja, waren ein paar Leute bei, einfach auch mal zu gucken, wen kann man sich da möglicherweise auch als Unterstützung holen von berufener Seite, um da mal, sage ich mal, eine runde Position zu erarbeiten, weil es ja ganz viele Aspekte gibt. Es geht ja jetzt gar nicht nur um Fußfesseln. Ich finde, das sind so viele Teile, dass man mal tatsächlich versucht, so ein Konzept zu erarbeiten, so ein piratiges, sage ich mal, Sicherheitskonzept, dass man möglicherweise dann abstimmt. Aber ich glaube, im Moment gibt es ganz viele Leute, die sich zu dem Thema äußern, die durchaus unterschiedlich wahrgenommen werden. Und dann ist es natürlich auch schwierig in der Öffentlichkeit, sage ich mal, wahrgenommen werden, wenn die Position nicht sehr deutlich ist. Und ich glaube, daran müssten wir auf jeden Fall noch arbeiten und gucken, dass wir da etwas finden, was wir dann tatsächlich auch im Wahlkampf benutzen können. Ich habe ja nur noch selten das Bedürfnis, das Mikrofon zu benutzen hier, aber gerade habe ich das extrem stark, das Bedürfnis, weil wir gerade einen Fehler machen, den wir eigentlich immer wieder verurteilen. Wir doktern gerade an Symptomen herum, statt darüber zu reden, was denn das eigentliche Ziel dieser Partei ist. Also wir reden jetzt über eine Antwort auf die Sicherheitsfrage. Ich denke nicht, dass wir diese Antwort überhaupt geben müssen, sondern dass wir diese Antwort längst gegeben haben. Denn wir haben aus meiner Sicht eine andere Sicht auf die mögliche Zukunft dieser Welt. Und das bedeutet, wir haben eine Vision davon, dass es eine Welt werden sollte, die keine geschlossenen Grenzen mehr hat, die eben auf gegenseitige Solidarität beruht und diese ganzen Fässer eigentlich überhaupt nicht mehr aufmacht. Und ich glaube, dass das auch das ist, was uns wirklich fehlt, das mal wirklich zu formulieren. Weswegen mir zum Beispiel der Beitrag von Michel im Plenum sehr wichtig war, der dann ignoriert wurde.
weil es zum ersten Mal was war, wo ich sagte, ja, das ist das, wofür ich eigentlich hier angetreten bin, das ist das, was ich erreichen möchte in der Politik, dass wir an einer neuen Welt arbeiten, die eben nicht an Symptomen rumdoktert, sondern sich grundsätzlich verändert. Und ich glaube, dass wir da überhaupt nicht einsteigen sollten in das, was Monika gerade gesagt hat, in diese Sicherheitsdiskussion, sondern dass wir diese Fragen anders beantworten, indem wir tatsächlich sagen, wir wollen eine solidarische Gemeinschaft, die eben nicht mehr auf Unterschieden beruht. Moni war ja schon so war ja schon lange davor. Einmal eigentlich danke Kai, was du gerade gesagt hast, weil das ist es eigentlich das, was sehr, sehr gut einleitet, was ich jetzt noch sagen will. Deswegen habe ich mich jetzt auch gerade so vehement durchsetzen wollen. Ich sehe nämlich dieses logische Dilemma nicht. Das eine ist nämlich genau das, was du gerade auch erklärt hast, ist eine Symptombekämpfung. Und jetzt könnte man sogar noch sagen, hätte man die Mittel angewendet, die derzeit zur Verfügung stehen, dann hätte man sogar dieses eine Symptom vielleicht sogar noch verhindern können. Das kann man jetzt kritisieren. Das ist aber ja überhaupt nicht im Widerspruch dazu, dass wir sagen, wir wollen die Ursachen angehen, wir wollen gar nicht diese Symptombekämpfung. Ja? Man kann beides sagen, und zwar dann, wenn es richtig ist. Und ich sehe da auch gar nicht, dass man dann nicht eine einheitliche Linie fährt. Das eine ist, ist auch so unter Umständen eine Kritik an die sind sowieso, also wir kritisieren ja sowieso, dass zum Teil auch die Geheimdienste und die Geheimdienste, Verfassungsschutz und so auf eigene Sache arbeiten und deswegen ja sowieso auch nicht rauskommt, warum die gewisse Sachen nicht machen. Hier kam ja auch die Frage auf, warum sind denn Gerichte überhaupt jemals bemüht worden? Nee, sind sie nicht. Das heißt, die haben ja schon die Einschätzung für sich gemacht, wollen wir gar nicht erst nachfragen. Aufgrund der Einschätzung, dass sie glauben, dass es nicht gerichtsfest war oder weil sie andere Gründe haben, wird man nie erfahren, weil sie es nicht sagen. Und egal, was sie sagen, man weiß nicht, ob es stimmt. Also an der Stelle ist es Blödsinn. Also ganz klar, dieses logische Dilemma sehe ich nicht. Die Kritik, sie haben nicht mal, man kann ganz klar sagen, sie haben nicht mal die Mittel, die sie zur Symptombekämpfung hatten, eingesetzt, die sie unbedingt haben wollten. Wir sind sogar gegen diese Mittel, aber es hat alles nicht geklappt, wir müssen es anders machen, wäre dann die nächste Aussage. Und die geht nämlich dann in Richtung Kai, wir müssen eine offene, eine freie Gesellschaft haben, nämlich genau, dass solche Sachen gar nicht erst passieren, dass diese Symptome gar nicht erst auftauchen. Ich fand den Beitrag von Kai auch sehr erhellend, weil er nämlich zeigt, in welche Richtung eigentlich so die Debatte laufen sollte, nämlich nicht in einer Angstdebatte, die ganze Zeit geführt wird, die irgendwie genau nämlich den Falschen zuspielt, diesen rechten Spinnern nämlich zuspielt, wo es de facto nämlich auch in dieser Gesellschaft gar nicht so ist, dass die Angst hier bestimmend ist, sondern eher eine Trotzreaktion auf solche Anschläge kommt, indem man sagt, wir lassen uns hier unsere freiheitliche Gesellschaft nicht weg, Grundordnung genau, freiheitliche Gesellschaft nicht wegnehmen. Und ich weiß nicht, wie viel, auch wenn das jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit ist, aber ich weiß nicht, wie viele am nächsten Tag nach diesen widerlichen Geschehnissen da in Berlin irgendwie aus Trotz zum nächsten Weihnachtsmarkt gerannt sind und sich da mit Selfie, keine Ahnung, positioniert haben auf Twitter, Instagram, keine Ahnung. Also so, ich glaube, diese Leute erwarten eine andere Antwort als die 937. Debatte über Fußfesseln und Abschiebehaft und so weiter. Dass man sich in dieser Diskussion dann nicht entziehen kann und zumindest mal klar und deutlich Dinge vielleicht auch mal ablehnt, gerade gut begründet, weil man nicht Angst, die Angstpolitik der anderen mitmachen möchte, finde ich ein klares Statement, ist ja gekommen. Es gibt da jetzt eine Nachfrage zum Thema Racial Profiling, das vorbereitet wurde, wo klipp und klar eine Antwort der Landesregierung und der Polizeibehörden
eingefordert wird. Mehr kann. Bitte? Die Antwort des Polizeipräsidenten war ja sofort: Das war gar kein Racial Profiling. Ja. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das wird auch so kommen, aber trotzdem ist ja die berechtigte Frage im Raum zu stellen, was sagen die dazu? Dass wir die Antwort wissen, ist doch klar. Also ich würde ja, ne, da leckt der eine Hund dem anderen Hund die und so weiter, ihr wisst. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich will doch die Debatte gar nicht führen, sondern mir geht es darum, dass wir weg von dieser Angstdebatte kommen, weil die nervt. Nicht nur irgendwie, die ist vielleicht schön für irgendwie Maybrit Illner oder Frank Plasberg, aber das ist nicht das, was irgendwie draußen diskutiert wird. Und nur weil irgendwie auch Einbruchszahlen höher werden und so weiter, ist dann, ne, das spielt ja alles in ein sogenanntes unterschwelliges Unsicherheitsgefühl, was irgendwie, glaube ich, die Mehrheit in dieser Bevölkerung gar nicht hat. Und, bitte? Ach, Emnit. Emnit veröffentlicht ihre Umfragen auch in der Bild am Sonntag. Haben wir da irgendwie Aktien drin oder so? Emnit. Also, ja. Gut, okay, danke. Das wollte ich nur dazu sagen. Ja, ich möchte nochmal auf Kai eingehen. Ich sehe den Widerspruch gar nicht. Also wenn ich sage Sicherheitskonzept, meine ich damit nicht ein Sicherheitsverschärfungskonzept, sondern möglicherweise genau, was der Hilmer da beschreibt, nämlich unser Gefühl von Sicherheit. Das mag ja durchaus eine gesellschaftliche Veränderung sein. Es reicht allerdings nicht zu sagen, finde ich, wir stellen uns eine schöne Welt irgendwann vor und machen einen, was ich wichtig finde, das zu sagen, aber es reicht nicht aus. Weil ich muss auch jetzt konkret sagen, was jetzt zu tun ist. Das ist für mich auch Aufgabe von Politik. Ich kann nicht, ich glaube, dass Politik Antworten geben muss den Menschen. Man muss Lösungsvorschläge machen. Das ist doch für mich ist das Aufgabe von Politik, Menschen Lösungen anzubieten. Da arbeiten wir ja jetzt auch gerade dran. Braucht es uns nicht. Wenn du natürlich sagst, es gibt gar kein Problem, ja, dann gut, aber dann wäre konsequent, wir äußern uns gar nicht dazu, wir gehen da gar nicht hin. Richtig. Zu diesen Innenausschusssitzungen. Ja? Was ich sagen möchte an der Stelle ist, dass es trotz alledem Dinge gibt, glaube ich, auch wenn sie nicht das sind, was wir letztendlich wollen, ist es trotzdem wichtig, das zu tun. Nach deiner Philosophie brauchen wir uns um G9 nicht kümmern. Wir wollen kein G9, keiner will das hier. Wir wollen eine komplett andere Schule. Das lässt sich aber nicht durchsetzen. Das gehe ich doch nicht her und sage, insofern äußere ich mich gar nicht dazu. Ich rufe hier fließende Schullaufbahn, 15 Leute in jeder Klasse. Das kann ich hier machen. Aber das ist doch nichts, dann kann ich die Gesellschaft, dann kann ich nichts mehr konkret gestalten. Dann kann ich mich dahin stellen und bin ein Visionär, aber ich werde keine Gestaltungskraft erlangen, glaube ich. Okay, das ist prima, dass ich jetzt vor dem Michel reden darf, was ja ungewöhnlich ist. Ich möchte mich auch möglichst kurz fassen. Ich möchte an ganz vielen Stellen sagen, ja, ja, ja oder zumindest fast richtig. Das Entscheidende ist für uns, genau, Moni sagt, wir müssen uns für einen Wahlkampf mal entscheiden, ja, und wir müssen tatsächlich Antworten liefern. Vor allen Dingen müssen wir uns was trauen. Wir müssen uns trauen, zu einer Richtung zu stehen. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und deshalb finde ich das prima, dass dazu führen Dilemmata halt, dass man mal diskutiert und dass man guckt, wie man damit umgeht, nicht wie man da rauskommt, denn sie sind einfach da. Aber wir müssen uns dann festlegen, entweder wir bleiben bei unserem Welt, und da hat Michel völlig recht zu sagen, wir können nicht gegen Handyüberwachung und all das Umfeld sein und dann fordern, aber aufgrund der Erkenntnisse, die man genau daraus gewonnen hat, möge man doch bitte mal endlich alles tun und hätte doch abschieben können und die Gerichte bemühen können. Da wird es deutlich und da müssen wir eine Linie finden. Und die wird uns immer, so ist das nun mal in der Welt der Politik auch, Leute oder wird uns auch Reaktionen einbringen und sagen, ihr seid ja bescheuert, ihr fördert den Terrorismus. Damit müssen wir dann leben. Und Emnit ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Emnit gibt eine Zustandsbeschreibung, die man vielleicht auch ändern will, aber man muss sie, da hat der Mario auch völlig recht, im Auge behalten.
entscheidend oder wichtig ist, dass wir hier eine Entscheidung, also nicht hier und jetzt heute, aber dass wir uns für den Wahlkampf auf eine Richtung festlegen und bei der dann auch konsequent bleiben und das Hin- und Hergeeier, was letztendlich irgendwie dann so an so einem Fall deutlich wird und entsteht, ja, das sollte es nicht geben. Okay, das war's, danke. Also zwei Dinge. Erstens, willkommen, liebe Zuschauer, ihr seid im Fraktionsstream, trotzdem sind wir natürlich Parteipolitiker. Und dass eine Fraktion auch mit dem Zeithorizont von 5 Jahren auch eine andere Politik machen kann als die Partei, haben wir gerade beim Thema G8 gesehen. Wir sind fürs Thema G8, ja. Wir sind dafür, dass man erstmal von diesem unsäglichen, wir sind für G9, dass wir von diesem unsäglichen G8 wegkommen. Aber trotzdem haben wir natürlich das Ziel einer fließenden Schullaufbahn und Schule komplett anders zu machen. Das kann ja auch so stehen. Ich glaube, dass Politiker und Parteien auch Visionen haben dürfen. Und die Vision ist eben die einer weltoffenen Gesellschaft. Dass jetzt nicht der nächste Schritt ist, sich hinzustellen und zu sagen, so alle Gesetze abschaffen und wir haben eine weltoffene Gesellschaft. Das sieht, glaube ich, sogar der Kai ein, dass das nicht funktioniert. Aber, und ich glaube, deswegen möchte ich ein bisschen widersprechen, lieber Nixus, sofern das denn Widerspruch ist, wir haben ja kein Rumgeeiere. Es ist ja nur so, dass eben mir ist es ja selber schon passiert mit dieser Geschichte, mit diesem Nuttenzitat, dass halt etwas, was man sagt, wo man eigentlich eine ganz andere Aussage hat, dann plötzlich in eine Richtung fällt, wo man eine ganz andere Diskussion aufmacht. Und die Überschrift unserer PM lautet nun mal, bestehende Gesetze für echte Sicherheit müssen besser angewendet werden. Ja, das kann man sagen. Blöd ist halt, wie gesagt, wenn man vor 5 Jahren noch gegen diese Gesetze war. Eine Vision zu haben und zu sagen, wir wollen eine weltoffene Gesellschaft, dann glauben wir eben daran, dass mit Solidarität und mit weniger Religion und mit weniger Extremismus es eben auch zu weniger Anschlägen kommt und dass das die richtige Antwort ist und nicht noch mehr Sicherheit und Fußfesseln und was weiß ich nicht, Kameraüberwachung. Das ist natürlich was, wo man dann, wo ich als Politiker und wo ich als Parteipolitiker zu stehe, dass wir jetzt gerade ganz kleine Schritte angehen und dass wir ganz konkret zum Beispiel über AMRI reden und dass wir ganz konkret uns jetzt verhalten müssen zum Thema Fußfesseln als Beispiel. Das ist jetzt ein anderes Thema. Von daher, ich sehe jetzt kein Rumgeeiere, sondern ich sehe eher, dass man, wenn man auf die kleinen Dinge reagiert, immer die große Vision im Auge halten sollte und die große Vision sollte zumindest im Gros der Basis, die das dann entscheidet, ob das jetzt hier die Fraktion ist oder ob das auf einem Parteitag die Partei ist, sollte in einem Gros dieser entscheidenden Basis dann auch einheitlich sein. Und deswegen sage ich, diese Diskussion muss eben sein, weil es gibt auch durchaus bei uns Piraten Leute, die sagen, ja, aber man hätte den doch einfach in Haft nehmen können und man hätte den schon dreimal abschieben können, dann sitzt er halt in Tunesien auf dem Flughafen, ist mir doch egal. Die Diskussionen werden ja so geführt. Ja, und die Diskussionen, die ganz andere Leute da draußen führen, möchte ich gar nicht drüber reden. Aber wenn wir eben dagegen halten können, ja, das kann sein. Und in diesem speziellen Fall hätte man dies und das und jenes. Aber eigentlich sollte es dazu nicht kommen, weil zum Beispiel Prävention ein Ziel ist. Eigentlich sollte es nicht dazu kommen, weil wir eine offene Gesellschaft wollen und so weiter. Wenn wir das schaffen und wenn wir das auch rüberbringen und wenn wir bei jeder auch kleinen Veröffentlichung, die wir machen, diese Vision im Hinterkopf halten, dann ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Und das gilt auch für mich und das gilt auch für meine Veröffentlichung und auch ich habe da Fehler gemacht. Ich will das gar nicht, sagen. Ich will vielleicht nochmal auf die Sache von Michel eingehen, was er gerade meinte. Von wegen auch, dass wir hier quasi gegen die Gesetze handeln, die wir oder für die Gesetze aussprechen, gegen die wir selber mal waren. Ich verstehe vom Grundsatz her, was du sagen willst. Und man muss ja schon auch konkret den Sachverhalt hier im Auge behalten. Hier reden wir eben zum Großteil nicht über Gesetze, gegen die wir mal waren, sondern über die wir uns nie geäußert haben. Und zum anderen ist es ja auch so, dass die Piraten, zumindest habe ich das so verstanden, ja nicht gegen solche Gesetze grundsätzlich waren, sondern es ging immer nur um die anlasslose Anwendung solcher Gesetze. Ne? Anlasslose Telefonüberwachung, anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Es ging niemals um die Vorratsdatenspeicherung als solche. Ne?
Ja, aber wenn es, in dem Fall nicht anlasslos war, ich meine, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Und deswegen ist es eine ganz andere Sachlage aus meiner Sicht hier. Und das müssen wir auch im Auge behalten. Ne? Also selbst wenn die Gesetze so angewendet worden wären, wie wir es gern hätten, und so erlassen worden wären, wie wir es gern hätten, wären die hier angewendet worden. Also von daher ist es ja kein Widerspruch. Das will ich halt nur sagen. Ne? Das ist, wäre halt kein Widerspruch. Das ist nur das, was ich damit sagen will. Ja, also so einige Sachen, die jetzt hier gerade gefallen sind, die habe ich nicht verstanden. Es hat sich jetzt zum Schluss ein bisschen relativiert, also dass wir hier eine Angstdebatte befeuern, das sehe ich überhaupt nicht so. Oder dass wir, hier bei uns jetzt gerade, wo wir drüber reden, dass wir eine Angstdebatte befeuern mit Argumenten, sehe ich nicht. Ich denke, Die Diskussion, eben, wir müssen darüber reden. Die Diskussion, eben, da war ein bisschen Erklärbär dabei. Vielleicht ist das aber auch alles gar nicht nötig, wenn ihr halt die ganzen Punkte kennt zum Thema Anwendung der Abschiebehaft und Fußfesseln und so weiter, dann ist ja gut. Im Prinzip, wo wir uns jetzt gerade hinbewegt haben, ist ja diese Metadiskussion, und da sind wir uns doch einig, sowohl Kai wie auch Moni haben ja recht, unser Grundsatz ist Freiheit, unser Grundsatz ist, wenn wir Probleme haben, an die Ursachen ranzugehen und eben keine Symptombekämpfung zu machen. Also das sind wir Piraten, und da ist, glaube ich, überhaupt kein Dissens. Und Dankeschön, Michelle, dass du jetzt gerade noch mal gesagt hast, dass das eben kein Rumeiern ist. Ich weiß nicht, an welcher Stelle hier debattiert wird, wir hätten in Abschiebehaft nehmen sollen, und was du gerade sagtest aus der Partei, also das habe ich noch nicht mitbekommen, da würde ich sicherlich eingreifen und sagen, dass das halt nicht die richtigen Lösungen sind. Moni hat eben einen wichtigen Satz gesagt, wir müssen Antworten geben, also wir können nicht immer nur, wie schön die Welt wäre, wenn alles so wäre, wie wir uns das vorstellen, und dass wir dann abwarten, bis wir die Mehrheit haben, und dann machen wir das auch so. So funktioniert es nicht. Antworten müssen wir geben, und die Antwort, die ich jetzt noch geben wollte, die ist mir gerade im Moment, das war nämlich die Mega-Antwort, dass die alle Probleme löst, ist jetzt gerade weg. Das war nicht 42, das war eine neue Version davon. Das sage ich jetzt gleich nochmal. Also ich würde darüber zu reden, über Fußfesseln etc., ist die Angstdebatte mitzuführen, um das auch mal klipp und klar zu sagen. Egal, ob man die jetzt hier führt, aber wenn wir darüber reden, die Elemente der anderen, die nämlich genau in dieser Angstdebatte aufploppen, darüber zu diskutieren, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist oder welche Antworten man selber darauf geben kann, ist, wir führen diese Angstdebatte mit, nur so rein von oben runter betrachtet, kann man ja gerne machen. Wenn wir aber über Ursachen reden, dann sollten wir mal darüber reden, warum, was die eigentlichen Ursachen sind. Die eigentlichen Ursachen ist der fucking Krieg in Syrien und die grassierende Armut auf dieser Welt. Wo ist denn bitte der Move in der Debatte? Der wird hier gar nicht gespielt. Das, ja. Gut, der macht es so. Ja, aber das ist, tut mir leid, das ist die Ursachendebatte und nicht hier, ob die Grenze irgendwie aufgemacht worden ist. Nee, das ist auch nicht Metaebene, sondern jeden Tag werden in Syrien Leute abgemurkst. Das ist bekannt, das wissen wir. Ja, ist bekannt, aber das ist die Ursache für diese ganze islamische Staat. Entschuldigung. Also das ist aber klare Haltung beweisen. Das ist auch in der Sitzung gesagt worden, nur wenn der Staatssekretär da gerade sitzt und der Verfassungsschutz da sitzt und halt Fragen zum Thema eines... Ich war noch nicht fertig, vielleicht darf ich meine Rede beantworten, dann... Also für mich wird hier gerade eine Metadebatte... Frank, danke schön. Es wird hier eine Metadebatte ja gerade geführt darüber.
Und dann wird hier gesagt, was sind die Ursachen? Und da muss ich sagen, die Ursachen müssen klar benannt werden. Und wenn man hier über Visionen redet, dann muss man über nicht nur freiheitliche Welt denken, sondern muss man auch über eine friedliche Welt reden. So, das ist ja alles ist ja schön gut. Wir können das hier auch noch 3 Stunden weiterführen. Ich wollte nur vorhin mit meinem Beitrag klar machen, dass wir hier uns an der Angstdebatte beteiligen, dass Politik natürlich immer Antworten liefern sollte. Und die Antwort aus meiner Sicht wäre Freiheit, Frieden, ne? Und das mit den Eierkuchen. Hey. Und Solidarität. Ja. Entschuldigung. Ich habe ein Mikro an, sonst würde ich antworten darauf. Ja, ich mache es ganz kurz noch. Ich möchte kurz Danke sagen. Und zwar, obwohl jetzt gerade es ein bisschen geraunzt wurde abseits des Mikros, was man ja im Stream leider nicht so mitbekommt. Und obwohl hier einige durch den Raum gingen, ich finde, dass das gut ist. Ich finde gut, dass wir mal politisch diskutiert haben. Ich möchte mich dafür bedanken. Und ich finde auch gut, dass man hier eine Meinung austauschen kann und dass das meiner Meinung nach gerade sehr gut geklappt hat. Aber sei es drum. So, das war die letzte Wortmeldung zu diesem Top. Das kann Herr Frank jetzt nicht mehr aufweichen, das geht so nicht. Ich wollte noch gesagt haben, dass du eine Bemerkung gemacht hast, woher ich jetzt weiß, warum du so reagierst, wie du reagiert hast. Nämlich ganz konkret beziehst du dich auf die Pressemitteilung von letzter Woche. Ja, und da... Das können wir mal an anderer Stelle noch mal besprechen. Da muss ich sagen, es hat eine andere Überschrift gehabt, die Meldung zuerst. Weiß ich nicht. Ich hätte die an der Stelle besser gefunden. Ich fände das zwar spannend, darüber zu reden, muss aber nicht jetzt sein, können wir nachher machen. Okay, 11.30 Uhr, wow, sehr lange und wie Michelle sagte, trotzdem sehr geordnet. Ich möchte jetzt eine 10-minütige Pause alleine für mich anmelden und zwar nicht wegen des Rauchens, sondern weil ich mal mich selber kurz ein bisschen bewegen muss. Und dann würde ich sagen, dann sitzen wir uns bitte. Ich mache weiter. Ja, okay, dann macht ihr in der Zwischenzeit weiter. Ich selber bin um 11.40 Uhr wieder im Saal und von daher bis gleich. Würde ich sagen, können wir jetzt weitermachen. Wir sind beschlussfähig. Weiterhin, dann würde ich sagen, verlassen wir Top 5. Ich bedanke mich nochmal für die sehr ausgiebige Diskussion, die mit Sicherheit noch nicht fertig ist. Und ich würde eigentlich ganz gerne die Sitzungsleitung abgeben, damit ich in aller Ruhe besser tippen kann. Aber gar kein Problem. Machen wir weiter mit... Machst du? Okay. Ich gebe damit ab an Michelle. Vielen Dank. Gut, dann machen wir weiter mit Top 6. Vorbereitung der Plenarsitzung 25., 26., 27. Januar. Geplante Anträge. Wer von euch hat Anträge für dieses Plenum geplant? Der Frank nickt, der Grumpy winkt. Irgendwie Grumpy zuerst. Genau, wir hatten das ja gerade schon im Prinzip im Bereich... aus der Referentenrunde, da hatte ich ja auch schon eigentlich angeknüpft und kurz gefragt gehabt und da gab es ja auch schon den Hinweis, dass von der Enquete-Kommission nach der Vorstellung was kommen wird und von daher nur noch mal die Erinnerung von meiner Seite, Freitag ist halt der Antragsfreitag und nächste Woche Dienstag gehen wir dann halt sozusagen in die Abstimmung der einzelnen vorgeschlagenen Anträge. Ich bin mir sicher, da kommt noch einiges. Nur zum Ende der Legislatur hin nochmal von meiner Seite aus die Erinnerung, dass wir nicht mehr ausreichend Sitzungen haben, um jetzt zum Beispiel großartige Gesetzesvorhaben nochmal im Rahmen von Anhörungen oder so diskutieren lassen zu können, beziehungsweise vielleicht noch
einmal, denn ansonsten fallen diese Debatten letztlich durch das Ende der Legislatur dann auf einmal ja, in den Orkus. Nur, dass wir das halt nicht vergessen. So viel von mir dazu. Gut. Frank, du hast genickt. Konkrete Antragsplanung. Thema? Inneres. Sehr gut. Sonst noch jemand? Das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, doch. Der Nixus. Einen werden wir ausführlicher reden, das ist diese Gesetzesinitiativengeschichte. Das andere ist zum Thema Cannabis und da wird auch was kommen aus dem entsprechenden Bereich. Lukas ist jetzt nicht da, aber ich denke, er würde das bestätigen können. Es geht um im Zusammenhang, im Kontext mit dem, wie sagt man hier, Düsseldorf möchte als Stadt einen Versuch starten mit einer kontrollierten Abgabe von Cannabis. Und in dem Zusammenhang gibt es tatsächlich Bedarf, auch für das Land was zu tun und dazu wird es einen Antrag geben. Gut. Ich gucke mich noch einmal um. Weiter sehe ich gerade nichts für das Plenum. Gut, dann kommen wir zu Top 7. Grumpy hat ja schon daran erinnert, kommender Freitag ist Antragsfreitag. Also wenn ihr noch was habt, dann bis dahin. Kommen wir zu Top 7. Sonstiges gibt es bis jetzt nicht berücksichtigte Punkte, die wir vergessen haben. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum mitarbeiteröffentlichen Teil. Lieber Stream, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Sicher. Du weißt nochmal. Tschüss. Ja.